Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Barvo-Video, Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Heute geht es um ein ganz spezielles Video, denn heute zeigen wir euch die schönsten und genialsten BMWs, die nie in Serie gingen. Aber zuvor möchten wir noch ein Thema ansprechen in eigener Sache und die sieht wie folgt aus. Unfall gebaut, Ärger mit der Versicherung oder die Beiträge erhöht? Dann verlier keine Zeit und vergleiche deine Kfz-Versicherung auf tarifcheck.de. Mit über 20 Jahren Erfahrung vergleicht tarifcheck.de aus über 200 Anbietern den für dich besten Preis zu den besten Konditionen. Ganz aktuell, jetzt noch bis zum 30. November den Wechselbonus mitnehmen und bare Münze sparen. Geh heute noch auf tarifcheck.de, Link in der Videobeschreibung. Wie ihr gesehen habt, Freunde, am 30.11. ist Stichtag. Also klickt den Link in der Videobeschreibung und macht deinen Kfz-Versicherungsvergleich. Ihr könnt eventuell sehr, sehr viel Geld sparen, bis zu 850 € im Jahr, ist nicht wenig Geld. Vor allem jeder, der eine Kfz-Versicherung abschließt oder seine Kfz-Versicherung wechselt über diesen Link in der Beschreibung, macht automatisch bei einem Gewinnspiel mit, wo man ein Auto, eine Reise, einen Fernseher und noch viele, viele andere Dinge gewinnen kann. Also Freunde, checkt's ab und supportet unseren Kanal. Genug geredet, jetzt geht's los mit dem Video. Also Freunde, let's go! BMW E46 M3 Touring. Der erste in unserer Liste und der womöglich ungewöhnlichste M3 seiner Zeit, der BMW E46 M3 Touring. Mit dem M3 Touring hat BMW einen Prototypen auf die Beine gestellt, den es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben hatte. Dieser Powerkombi wäre fast der erste M3 Touring geworden. BMW hat mit diesem Prototypen vor allem die Umsetzbarkeit in der Fertigungsstraße getestet. Das Ergebnis war durchaus überzeugend, denn man konnte neben den Standard-Serien-Touring-Modellen dem Powerkombi ohne große Einschränkungen und Anpassungen bei der Produktion mit dem M3-Triebwerk ausstatten. Und genau das war wohl der größte Faktor bei diesem ganzen Vorhaben. Für BMW war es enorm wichtig, dass man den M3 Touring im Falle einer Serienproduktion schnell und mit möglichst wenig Mehraufwand fertigen konnte. Leider machte das Design des M3 Tourings BMW einen kleinen Strich durch die Rechnung, denn genauso wie das M3 Coupé und das M3 Cabrio verfügte der M3 Touring über extrem und enorm breite Radhäuser, die so gar nicht zu der Seitenlinie der Standard-Touring-Modelle passten. Der Übergang von den hinteren Türen zu den Radhäusern konnte nicht zu 100% gewährleistet werden, weswegen sich BMW eine Lösung einfallen lassen musste. Das bedeutete, entweder neue Türen produzieren oder die vorhandenen Türen per Hand anpassen. BMW entschied sich für Letzteres, was zu diesem Ergebnis führte. Nicht ganz schön und eher ein Kompromiss als eine zufriedenstellende Lösung, aber man hatte die Gewissheit, dass man das Fahrzeug so auf den Markt hätte bringen können. Selbstverständlich war es mit den hinteren Türen allein nicht getan, denn Dinge wie die auf die Abgasanlage angepasste Heckschürze, Alu-Motorhaube mit Powerdome, Kotflügel mit M3-Kiemen und auch die M3-spezifischen Interieurelemente mussten ebenso gesondert am Fahrzeug angebracht werden. Doch alles in allem war BMW mit dem doch recht unkomplizierten Fertigungsplan zufrieden. BMW hatte nun einen M3 Touring Prototypen, der mit einem 3,2 Liter Reihen-6-Zylinder mit 343 PS und 365 Newtonmeter Drehmoment um die Ecke kam, mega brutal aussah und einfach zu fertigen war. Jetzt fehlte nur noch die Entscheidung, ob man dem Fahrzeug eine Chance gibt und ihn auf den Markt bringt. Tja, und das Ergebnis dieser Entscheidung dürfte jetzt niemanden überraschen, denn BMW hat sich gegen die Serienproduktion des M3 Tourings entschieden. Anfang der 2000er waren Powerkombis wie der M3 Touring kaum ein Thema. Und wenn, dann eher in der oberen Mittelklasse. Zudem hatte man mit dem Alpina B3 Touring einen nahen Verwandten, der die ohnehin sehr kleine Zielgruppe schon bediente. Wäre dieser geniale Powerkombi auf den Markt gekommen, hätte er sich gegen den Audi RS4 Avant und gegen den Alpina B3 Touring behaupten müssen. Und wahrscheinlich war das finanzielle Risiko für BMW dann am Ende des Tages doch ein wenig zu hoch. Schade, denn abgesehen vom Designkompromiss mit den hinteren Türen war das Gesamtkonzept des Fahrzeugs eigentlich richtig, richtig genial. Übrigens, es gab auch seitens BMW jetzt erste Teaser für einen echten, wirklichen M3 Touring, der 2023 kommen soll. Und dieser sieht wie folgt aus. So ungefähr wird dann das Heck des neuen M3 Tourings 2022 oder 2023 ausschauen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass BMW sich für diesen Schritt entscheidet und den ersten M3 Touring auf den Markt bringt, denn es wird langsam Zeit. BMW E31 M8.
Das womöglich krankeste M-Fahrzeug, was jemals gebaut wurde, der E31 M8 Prototyp. Seht euch dieses Biest einmal an. Eine absolute Augenweite. Ein Auto aus einer fernen Zukunft. Elegant, sportlich und brachial zugleich. Ein Über-BMW, der bis heute seinesgleichen sucht. Selbst der aktuelle M8 sieht neben diesem Motorsportmeisterstück alt aus. Aber ich will nichts vorwegnehmen, denn dazu kommen wir gleich. Gegen Anfang der 90er... Ja, ihr habt richtig gehört, quasi noch in den 80ern haben die Ingenieure von BMW dieses Wunderwerk der Technik entwickelt. Auf der Serienbasis des E31 8ers entstand der erste richtige M8 und bot unglaublich viel Leistung. Der M8 sollte eine Art Supersportler Gran Turismo sein und den Markt in den 90ern auf den Kopf stellen. Man wollte Luxus und Motorsport in einem Autoverein auf den Markt bringen und zeigen, dass ein Fahrzeug keine Supersportler-Silhouette benötigt, um mitzuhalten oder gar besser zu sein als beinahe jeder Supersportler zu jener Zeit. 1992 war es dann soweit, der BMW M8 Prototyp wurde fertiggestellt. Und was soll ich sagen? Allein die technischen Daten sind selbst heute, im Jahre 2020, kaum zu begreifen. Herzstück des E31 M8 Prototyp war der S70 B60 bzw. S70-2. Für alle, denen das jetzt nicht so viel sagt, hier einmal die technischen Daten. Ein 6 Liter V12 Saugmotor, der 650 PS und 640 Newtonmeter Drehmoment leistete und in der Lage war, locker über 300 km/h zu fahren. Im Jahre 1992. Nur mal so zum Vergleich, der aktuelle M8 in der Competition-Variante, also als absolute Endstufe, hat 625 PS und 750 Newtonmeter Drehmoment und ist bei 250 km/h abgeriegelt. Und erst wenn man das M-Drivers Package bestellt, ist man mit dem aktuellen M8 in der Lage, über 300 km/h zu fahren. Wie man sieht, spielen auch Faktoren wie das Gewicht eine große Rolle. Denn während der aktuelle M8 knapp 2 Tonnen Gewicht auf die Waage bringt, sieht es beim E31 M8 ganz anders aus. Dieser hatte ein Leergewicht von nur 1450 Kilogramm. Nur zum Vergleich, ein E36 M3 3.2 wiegt 1445 Kilo. Ein Supersportler Gran Turismo der Oberklasse, der gerade einmal 5 Kilogramm mehr wog als der Mittelklasse-Coupé? Wie ging das, fragen sich einige sicherlich von euch. Nun, möglich war dies durch Leichtbaukomponenten aus GFK. Türen, Heckklappe und auch die Motorhaube bestanden nämlich aus dem ultraleichten Kunststoff. Aber auch die Räder waren ein sehr großer Faktor für Gewicht und Fahrdynamik. Um das Gewicht bei den Felgen so gering wie nur möglich zu halten, entwickelte BMW die extrem aufwendig zu fertigenden 5-Speichenräder aus Carbon. Ja genau, Carbonfelgen. Während einige Hersteller heutzutage so tun, als wären Carbonräder die allerneueste Errungenschaft in der Felgenfertigung, hat BMW schon 1992 serienreife Carbonfelgen am Start gehabt. Wisst ihr, was zu dieser Zeit, also 1992, auch der letzte Schrei war? Terminator 2. Jetzt denken sich sicherlich einige von euch, was hat denn der Terminator mit dem M8 zu tun? Ganz einfach, wäre dieser Wagen rausgekommen, wäre er eine Art Terminator für die gesamte Automobilindustrie gewesen. Denn dieser Wagen war technisch seiner Zeit so dermaßen voraus, dass man es kaum in Worte fassen kann. Wir haben eine kleine Formel entwickelt, in der wir Fahrzeuge anhand bestimmter Parameter bewerten und denen einen Wert zuschreiben. Und wollt ihr mal sehen, was der M8 E31 für einen Wert hatte? Hier oben, das ist der Wert von einem M8 aus dem Jahre 1992, ja? Und das ist der Wert von einem Lamborghini Huracan Performante aus dem Jahre 2017. Ja, und wie ihr sehen könnt, dieses Fahrzeug war seinerzeit unfassbar voraus. Schaut euch einmal dieses Cockpit an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute aus den späten 80ern und frühen 90ern sich Autos aus der Zukunft genauso vorgestellt haben. Und es ist wirklich absolut kein Wunder, warum der E36 so viel vom E31 geerbt hat und im Endeffekt ebenfalls zu einer Ikone wurde. Abschließend kann man einfach nur zurückblicken und ein wenig traurig darüber sein, dass BMW diesen Wagen nicht in Serie hat gehen lassen. Aber ein wichtiger Faktor dafür war wahrscheinlich auch einfach der Preis. Denn schon der 850 CSI war zu seiner Zeit einer der teuersten Serienwagen aus Deutschland. Der 850 CSI kostete nämlich schon in der Basis 181.600 Mark. Im Jahre 1993 war dieser Preis schon brutal, denn heute würde das Fahrzeug inflationsbereinigt 143.950 Euro in der Basis kosten. Nur zum Vergleich, das sind knapp 20.000 Euro mehr als der aktuelle M8.
Ihr merkt schon, dass das Finanzielle einfach ein riesengroßer Faktor war. Ein M8 mit all den richtungsweisenden Technologien hätte den Preis locker in die 200.000 Markbereiche katapultiert. Und letztendlich war dies auch wahrscheinlich der Grund, warum es nur bei einem Prototypen geblieben ist. Schade drum. BMW 2002 Hommage. Die Blaupause für modernes Retro-Design. Der 2002 Hommage. 2016 stellte BMW zum 50-jährigen Jubiläum der 02er-Reihe dieses Wunderwerk automobilen Designs beim Concorso della Ganza aus und zeigte der Welt eine moderne Interpretation des 2002 Turbo. Man wollte mit dieser Designstudie ein Statement setzen. Das ist BMW mit dem Hommage auch durchaus gelungen. BMW sprach davon, dass man damit den Rennsport-Erfolgen des 2002 Turbo und der Turbo-Technologie Tribut zollen wollte. Tja, irgendwie haben wir diese Aussage vom BMW nicht so wirklich ernst genommen und konnten sie auch nicht wirklich glauben, denn im Design des 2002 Hommage versteckten sich so viele Hinweise auf andere Dinge, die wir in einem speziellen Video präsentiert haben, aber die lassen wir jetzt einmal außen vor und wenn ihr euch für das Video interessiert, dann klickt nach dem Video hier auf das i, da haben wir das Video für euch verlinkt, es lohnt sich. Wie dem auch sei, seit 20 Jahren gab es keinen BMW, der so sehr nach BMW aussah wie der Hommage. Natürlich ist das Retro-Design am Design des 2002 Turbo angelehnt, aber die Designer vom BMW haben gezeigt, dass das klassische BMW-Design doch für heutige Fahrzeuge funktionieren würde. Das Design sah wie folgt aus. Es gab ein Carbonband, das die Karosse ab der Schulterlinie optisch in oben und unten unterteilte. Im oberen Bereich hatte der Hommage eine minimalistische Linienführung, die klar und fließend verlief. Das Dach, die Motorhaube und die Heckklappe wurden in Anlehnung an frühere Rennfahrzeuge matt lackiert, um Reflexionen durch Sonneneinstrahlungen zu verhindern. Im unteren Bereich hingegen sind die Flächen sehr markant, skulptural bzw. sehr dreidimensional gearbeitet und vor allem hochglanzlackiert. Die Farbe, die sich Space Race Metal nennt, sollte dem Hommage in matter als auch in glänzender Variante eine Haut verleihen, die wie flüssiges Metall wahrgenommen werden sollte. Dieses helle Metallic-Blau changiert je nach Lichtverhältnissen von hellfluoreszierend blau bis grau und betonte das Design des 2002 Hommage auf optischer Ebene noch einmal enorm. Das ist die Endstufe von modernem Retro-Design. Meine persönliche Meinung, dieser BMW ist der schönste BMW, der in den letzten 20 Jahren gebaut wurde. Mit dem Design haben sich die Designer bei BMW selbst übertroffen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ein BMW heutzutage so aussehen könnte. Schaut euch einmal die Sharknose an. Ja, richtig, dieser BMW hatte die berühmte Hainase. Klar erkennbar und dennoch dezent. Wie man sieht, kann man Stilelemente von früher in die modernen Fahrzeuge übertragen, ohne dass man Kompromisse eingehen muss. Umso mehr stellt man sich jetzt natürlich die Frage, warum BMW nicht diese Designsprache für die aktuellen G-Modelle gewählt hat und stattdessen auf diese Designsprache setzt. Sicherlich interessiert sich jetzt der ein oder andere von euch für die technischen Daten des 2002 Hommage, aber was soll ich sagen, es gibt absolut gar nichts, nichts Offizielles vom BMW, es wurde nichts preisgegeben über die Technik von diesem Fahrzeug. Was man aber weiß, ist, dass der Wagen auf der Basis des originalen M2 steht und somit über die Achsen des M3 und M4 verfügt und wahrscheinlich über das N55 Triebwerk, aber alles darüber hinaus sind nur Spekulationen und Vermutungen. Naja, und was soll ich sagen, damit muss man sich jetzt leider zufrieden geben. Leider wird dieser Wagen nichts als eine Designstudie und damit ein Traum für die BMW-Enthusiasten bleiben. Eine regelrechte Verschwendung, wenn man sich dieses Fahrzeug ansieht. Einfach alles ist auf Abtrieb, Kühlung und Aerodynamik optimiert und sieht gleichzeitig so dermaßen genial aus, dass man aus dem Staub nicht mehr rauskommt. Einfach ein Traum auf vier Rädern. Ja, Freunde, und damit sind wir am Ende des Videos angelangt und jetzt habe ich eine Frage an euch. Von diesen drei Fahrzeugen, die wir hier gerade vorgestellt haben, wenn ihr die Möglichkeit hättet, welchen von den Fahrzeugen hättet ihr auf den Markt gebracht? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, wäre cool zu wissen, was ihr da so bevorzugt. Und ansonsten würde ich sagen, vergesst auch nicht den Link in der Videobeschreibung abzuchecken, um einen Kfz-Versicherungsvergleich zu machen, bis zu 850 Euro zu sparen und eventuell auch noch einen dicken Preis zu gewinnen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ja, ich bedanke mich fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Ino vom BAFMO.